Und da sind wir wieder, Freunde, zurück im, ja, im verbotenen Hain hier bei The Wind Waker HD mit den ganzen dämlichen Typen hier. Naja, wie immer halt, wa? Wie immer, wie immer, wie immer. Ja, nervt. Der drin nervt auch. Ihr nervt doch beide, Mensch. Tschüssi, Kowski. So, ich bin deswegen hier zum Beginn des Raumes zurück, weil, also Beginn des Tempels zurück. Wegen dem da, gucken wir hier auf der Karte. Genau, hier wegen U1 und weil ich sonst von da oben aus das Ganze zurückmarschieren müsste, dachte ich mir, machen wir es lieber so, von Anfang an wieder alles durchmarschieren und dann hier im 3 noch den Rest machen. Dann können wir direkt zum Endboss gehen nachher. Gut, 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 gut. Das ist mal so, haben wir bereits alles, gut. Schleimschlee brauchen wir auch nicht mehr, jetzt muss ich hier irgendwie runterkommen, wa? Naja, sondern schwer sieht es nicht aus, wa? Und da sind wir schon. Ja, der Typ ist auch noch da. So, Freunde, Trick Nummer 17. Zack, geht viel schneller. Dann natürlich auch bei denen da. Bums, Fallera. Und hui. Weg mit denen, wunderbar. Den kann ich, glaube ich, auch noch... Moment, habe ich noch was gesehen? Dankeschön. Ich glaube, auch mit dem Boomerang betäuben, wa? Genau, und zwar direkt. Na, ganz toll. Daneben. Na klar, noch getroffen. Alter, ich hatte doch beide auch getroffen. Was soll denn das immer? Zacke Wumms. Ja, also die Schleime, die sind schon nervig genug. Ich sag's mal so. Ach, egal. Das ist noch weg. Was hat's dort? Eine Fee. Eine Fee, eine Fee. Ja, Freunde, weil das war der zweite Grund, damit wir eine Fee bekommen. Machen wir, glaube ich, nicht mehr. So schnell zumindest. Hey, hallo Fee? Jetzt verarschen hier, ja? Geht doch! Und die Fee ist verpackt! Ja, klingt ein bisschen, sehr grausam, ich weiß. So, mir fiel gerade auf, wir brauchen den doch wieder. Sondern nicht so schnell, aber an einer Stelle des Tempels brauchen wir den wieder. Aber gleich erstmal ganz. Ah, immer das falsche Leiten, das gibt's nicht. Auf Erlink! Geht doch! Noch mehr Typen. Auch Menschenskind, hey. Bam! Der kommt so schnell nicht wieder. Was haben wir jetzt hier Schönes? Ein Ritterwappen, noch eins gefunden. Ich werde wahnsinnig. Gut, dann haben wir jetzt hier, glaube ich mal, laut Karte. U1 weit durch, da oben fehlt noch etwas. Genau, und da erinnere mich auch wieder. ERG ist auch durch. Und dann geht es zum Endboss direkt. Und dann noch 02. Ich glaube, da kann ich auch wieder über 0. Was einer hoch war. Genau. Gut. Bis jetzt passt alles. Perfekto. Gut, 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 dann wieder mal zurück hier. Wow, 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 wow. Na, fast Punktlandung. Aber leider ja nur fast. Kann knapp werden. Es reicht aber. So, und jetzt, wie ging jetzt das Spielchen schon wieder? Wo musste ich? Ah, dort, gut. Mach ein bisschen Power, ein bisschen mehr Mana. Gerade hoch. Gut, 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 gut. Ja. Schräg rüber! Dudu. Wieder voller Magic Power! Ah, sehr nachher. Dudu. Dudu. Da oben war, glaube ich, nichts mehr, wa? Ah, doch, sieht man, wir sind eigentlich bereits im richtigen Raum. Wir müssen nur noch höher wie die letzte Truhe. Machen wir das mal. Und jetzt mal Punktlandung. Bis jetzt alles super. Wow, wow. Nicht ganz super. Muss ganz kurz gucken, wie ich das jetzt mache. Ah, okay. Also wohl am besten so. Hilfe. Aber ganz übersehen. Nein. Haben wir das getroffen oder wie? Alter Finne, hey. Na klar, der hat mich getroffen. Oh Mensch, Leute, was sind diese Schrecken mit diesen dämlichen Gegnern? Ja, also Heldenmodus kann natürlich so sehr lustig werden. So, mal darüber. Immerhin die Mana füllt sich wieder auf. Ist doch immerhin was. Na, oder etwas zumindest. So, jetzt fehlst du noch für die letzte Truhe. Zumindest mal jetzt hier im Anfangraum.
Was könnte das sein? Herzteil? Glaube ich eher weniger. Es wird wohl eher sowas in Richtung einer Flasche sein. Nö, eine Scherzkarte sogar. Wie kommen wir zur Flasche? Nee, wir haben zwei. Es gibt sowieso insgesamt nur vier Flaschen. Ich glaube sechs. Nö, es sind nur vier. Eine weiß noch, was es die gibt. Die war erst bei Terry wieder. Und die anderen waren ein bisschen doof. Aber ist egal. Dazu später mehr. So. Laut Karte sind wir jetzt... Oh, Entschuldigung. Sind jetzt hier am Anfang so weit durch, war. Genau, muss ich wieder runter. Vom 2 nachher zum 3. Dann da wieder rüber. Die ganzen Truhen holen. Ja, 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 ja. Gut. Also wieder, Stoffe runter. Das ist ein bisschen zu tief runter. Ach, Menschenskind, ey, das wäre runter gewesen. Ah, ich muss nur einen Stock herunter, Michael, nicht ganze drei Geschosse. Ich hab nichts hinzugenäht. Wow, jetzt wird's aber knapp. Nö, es reicht trotzdem. Ja, mal schnell überlegen. Okay, das war der auch schon wieder. Zuck. Immer schnell Magie. Wieso kann ich eigentlich immer da raus? Beziehungsweise, wieso visiert mich die Kamera immer so an? Das bringt doch gar nichts. Wow, das war aber auch knapp. Wäre ich beinahe noch erwischt worden. Beim Teutates. Yep, definitiv weiter hoch. Wow, yo. Geht doch, seht ihr? Ja, ganz kurz Mann noch laden natürlich. Was könnte es sonst sein? Wow. Geil. Hey, 1,5 Herzen mal wieder. Ist ja super. Ach ja, es gibt nichts Schöneres, wa? Geht's da unten noch irgendwo lang? Nö. Nur in die endlose Tiefe. Ha, wohin auch sonst? Hui! So, ein bisschen schneller machen. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Naja. Eigentlich sind ja erst 7 Minuten rum, wa? Nehmen wir noch ganz viel Zeit. Oh. Die Viecher ein bisschen köpfen. Wunderbar, der nächste, den ich bitten darf. Bums und der wäre auch down. Jetzt kommen natürlich die Viecher wieder. Bams. Bums. Und auch der Bimsfaden. Wunderbar. Ja, so wird das doch was, Freunde. So wird das. Oh, ja, uns besser. Nö, nichts fallen lassen. Schade eigentlich. Juppidu. Wow. Was ist denn das, Link? Link will nicht mehr. Kein Bock mehr. Nö, kein Bock mehr. Link. Ah, Mann, scheiß Kamera. Wieso? Die dreht immer so dämlich. Ach Mensch. So, jetzt aber. Seht ihr, geht doch. Hier noch zum Schluss. Und dann haben wir es, glaube ich, mal fürs Erste, wa? Die zwei, die zwei, die zwei. Darüber muss ich nicht mehr. Genau, geht es einfach noch geradeaus. War schon wortwörtlich. Oh. Der Quatsch hier. Nee, 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 nee. Das sehe ich mich nicht mehr. Kein Bock drauf. So, jetzt überlege ich gerade. Muss ich da noch irgendwas machen, um da rüberkommen? Glaub schon, wa? Nö, müssen wir geradeaus. Sprich, ich kann das Teil eigentlich sogar versenken. Ah, wobei, wobei. Lassen wir es momentan noch und schwingen uns lieber hier rüber. Wow. Sehr schön. Ja. Kurz warten. Kurz warten, kurz warten. Hui. Und da geht's nachher auch noch ganz tief runter, Freunde. Aber ganz tief. Dann habe ich bereits alles. Okidoki. Was fehlt denn jetzt hier noch? War nicht mehr viel, wa? Dann noch ganz hoch und dann war's das. Zack, das war der erste. Wo ist der andere? Da ist noch einer. Okay, holen wir später. Hui! So, wann kommst du? Wann kommt der? Wann kommt der? Da kommt der. Hol ich ihn so runter. Kein Bock drauf, so lange zu warten. Bams! So macht das der erschöpfte Link.
Link, ich weiß, dir geht's nicht mehr so gut. Verstehe ich auch, aber wir müssen trotzdem mal ganz kurz rüber. Dankeschön, Linky Boy. Oh. Jetzt kommt das schon wieder. Das Vieh einfach so platt machen. Ja, natürlich nicht ganz. Ah, jetzt kommen die Dinger wieder. Alter Schwede! Wow, ganz schnell weiter, ganz schnell weiter hier. Triff's mich eh nicht, triff's mich eh nicht, dafür der andere. Jetzt spielt's ja keine Rolle mehr. Ich hab doch eh eine Fee dabei! Mann, oh Mann, ey. Also, weil es mal ein bisschen mehr werden, habe ich hier plötzlich ein paar Probleme. Was sind so Noob-Gegner? Ah, da ist noch einer. Hm. Ich hätte das Vieh einfach nur fern aus töten sollen. So sieht's aus. Aber egal, es bleibt ein bisschen spannender, wa? Wenn ich hier ständig irgendwie drauf geht. Dachte schon, er würde irgendwie runterkommen. Aber egal, solange es natürlich nicht der Fall ist, umso besser. Komm runter. Na toll. Nochmal, alles hier am Boden, natürlich. Ja, yeah, mehr Mana. Jetzt kommst du auch mal runter. Der will nicht. Will nicht runterkommen. Von mir aus, bin zumindest mal richtig. Also dann ins dritte Stockwerk. So. Wenn wir hier gleich auf die Fresse haben, wer ist der Nächste? Noch mehr? Tatsache. Da haben wir noch ein paar. Ich könnte was rumkraucheln. Was soll das werden? Du. Oh, jetzt wird's gleich richtig spannend. Jetzt wird's gleich richtig lustig. Na, spannend ist übertrieben. Alter! Mann, Link, du visierst doch mit dem Falschen an. So, hätten wir das auch. Ja. Gut, die zwei kann man natürlich auch mit dem Boomerang-Platz machen jetzt. Wunderschön. So, kommen die Viecher da hoch, oder wie sieht's aus? Hier hat's noch eine Truhe. Achso, da oben. Da ist die ominöse Truhe geblieben. Verstehe. Zack, zack. So, und jetzt mal ganz kurz nochmal hier hoch. Wenn ich bitten darf, Link. Ja. Anhalten und hochklettern. Anhalten, hochklettern. Du, 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 du. Jo. Gut. Und jetzt geht es jetzt lang. Noch einmal da. Okay. Oh, nicht so weit, Link. Nicht so weit. Egal. Wir können ja gleich darüber springen. Natürlich, wieso nicht? Wow. Weil es knapp war. Arschknapp sogar. Gut, dann müsste oben gewesen sein, oder? Ah, da ist sie ja. Die Truhe. Bin gespannt, was ist das jetzt für eine Truhe hier? Und es ist ein Glücksamulett. Man soll diese Schmetterlinge dann Blume finden und so weiter. Ja, schön. Haben wir die auch? Fehlt noch eine hier oben. Moment, die war ja im Raum vorher, hä? Achso, ja, stimmt. Ich bin ja. Haben wir sie komplett verpeilt? Mal wieder? So, müssen wir am richtigen sein, oder genau? Dann war die hier irgendwo. Die Frage ist doch bloß... Da drüben, die fangen so blöd. Hä, wo ist die bloß? Ja, dann ist sie. Das ganze Ungeziefer weg. Damit ich da, ja, einigermaßen durchfliegen kann. Der Boomerang auf Abwägen ist ja auch schön. So, der noch und das war's. Jetzt müssen wir eigentlich mit dem Blatt klappen. Wow. Knapp zwar, aber es reicht. Was gibt es hier Schönes? Ein Glücksamulett, man sieht mit Schmetterlingen. Ja. Wie immer. Wie immer. So, 3 Swipe fertig. Dann fehlt noch. 2 ist auch fertig. Die 1 ist dem Endboss zu. Fehlt nur noch U1, sprich in der Mitte. Und da kann man natürlich hier direkt richtig.
So, jetzt lasse ich alles kappen und dann haben wir es bereits, Freunde. So, mal überlegen, da unten war es noch ziemlich übel, wenn ich mich erinnere. Ich habe ja, glaube ich, noch... Ja, genau. Blauselixier habe ich noch, aber trotzdem mal ganz kurz speichern. Weil, meiner View hier traue ich nicht mehr so über den Weg, wenn ihr versteht, was ich meine. Wegen World Light of Death und so, also. Wenn ich schon mal so weit bin, gut. Was dann runter? Ja, perfekt. Gut, zurück kommen wir auch wieder über den da, den Schalter. Jetzt fehlt aber trotzdem noch der Master Key. Wo war denn der? Ah, dort rechts oben? Kann natürlich sein. Ja, sieht fast so aus. Okay, dann mal durch die Türe hier. Oh, da haben wir so einen Gegner. Hä? Oder? Nö. Malblume. Alter, dass ich überall schon Gegner hier sehen, ist nicht zu fassen. So, das hätten wir jetzt auch hier. Dann die paar Dinger. Heißt das geil mit dem Boomerang? Ich glaube, der Boomerang wurde noch nie so stark dargestellt wie hier in The Wind Waker. Ich meine, bei Ocarina of Time gab es den. Bei Majora's Mask haben sie den weggelassen, wieso auch immer. Dann bei Twilight Princess gab es den ja auch. Wobei, da gut, war einfach der große Sturm-Boomerang, von dem her war der auch ziemlich mächtig. Aber sonst, ich meine, hier gab es noch irgendwie was Dämliches, oder? Ja, war doch noch was. Ich erinnere mich daran, dass der Ort hier ziemlich doof war. Weiß bloß nicht mehr wieso. Hm. Also deswegen, hier gibt es ja alles. Wow, hier gibt es auch diese Greifarme. Die Greifarme sind nicht wirklich so schlimm, aber... ist einfach nicht gerade sehr appetitlich. Dann mal gucken, was gibt's denn hier? Ein gelber Rubin. Ah, okay, okay, okay. So, hier natürlich auch wieder das gleiche Prinzip. Alle vier Katzen. Man hat den schon gesehen dort hinten. Ein Oktorus. Aber ein bisschen anders, Link. Wir springen lieber. Zwingen den Schild und Schwert und gucken, was passiert. Okay, nicht viel. Komm schon, komm schon. Blum. Oh, Kacke. Ja. Das ist wirklich ein bisschen Kacke, wa? So wie das hier. Alter Schwede, hat mich gerade erschrocken. Ich dachte schon, das wäre mein Ende. Mein Ende. Wobei, ich habe 3,5 Herzen und ein blaues Elixier, was schon bald einsetzen werden. Von dem her ist noch lange nicht Schluss. Gut, an der letzten Truhen hier. Was sind wir denn jetzt? Alter, ja, alles so große Räume hier. Hups. Trotzdem der Tempel an und für sich eigentlich relativ klein, wa? So, also der eine Streich, der zweite folgt, wenn ich es mal anvisieren kann, zugleich. Hallo, anvisieren, na jetzt den mal. Jetzt sehe ich mal den an, zack. Rupfen die, ja, Federn, hätte beinahe gesagt, die Propeller wohl eher. Und lass ihn abstürzen, du natürlich gleich auch. Bäm. Also was für mich? Jo. Ein bisschen Samen. Ein bisschen Samen muss sein. Mensch, Kind, tschüss. So, jetzt hier unten. Ihr müsst auch alle weg. Ihr nervt nämlich. Oh, Plantasamen. Der auch. Dann sind da oben noch welche. Ja, die kriege ich sogar auch. Ist ja geil. Ja, soviel dazu. Soviel dazu, dass es geil wäre, wa? Was sag ich jetzt Zeit? Oh, Mensch, Kind, der Part war wieder vorbei, Freunde. Der Part ist bald noch vorbei. Heißt also, für mich muss man ein bisschen beilen hier. Zack. So, nee, natürlich nicht so, Link. Durch die Pfütze hier, ich hoffe, jetzt sieht keine Herzen ab. Nö, Glück gehabt. Okay, okay. Hoi. Gut, dann darüber, ganz geschwind. Ja, wo muss ich jetzt hier hin? Ah, okay, da geht's lang. Was ist in der Mitte? Das erinnert mich auch an etwas, frag mich bloß an was. Bombe? Achso, da reinwerfen, stimmt ja. Stimmt ja, das wäre der Quatsch. Das war jetzt Quatsch, ist eigentlich noch gut inszeniert und so, aber man muss es eben ein bisschen umständlich machen. Dazu gleich mehr, so. Zurück, Link, zurück, zurück, zurück. Ganz geschwind. Hui, so.
Jetzt natürlich hier aufnehmen, die Bombe. Werfen und landet da im Loch. Und die Truhe ist frei. Juhu. So viel dazu, für den ersten Schritt zumindest mal. Link rein mit dir. Das Problem ist, das ist kein Mechanismus hier. Sprich, wir können da das Holzgitter können wir niemals bewegen. Das geht nicht. Das bleibt so, wie es ist. Sind eigentlich so auch wieder selten, wa? Sollte das eine Schatzkarte sein? Jo, ist doch eine! Das sind doch irgendwie... zwei Schatzkarten pro Tempel! Was zumindest mal irgendwie so, dachte ich, ja. Wie auch immer, nicht so. Zurückstecken, Link. Steck's zurück. Geht doch. Ducken und kriechen. So ist gut, Link. So machst du das fein. Wow, nicht runterfallen. Was fehlt jetzt noch alles? Nicht mehr viel, wa? Eine Truhe fehlt noch, dann haben wir es nachher, Leute. Eine Truhe noch, dann haben wir es. Ja gut, die letzte noch beim Endboss, die kann ich dann am nächsten Part noch holen. Bevor wir einen Endboss platt machen. Duppi duppi du du. Duppi duppi du. Der Part ist eigentlich bereits vorbei, sollte das dann das nächste Mal machen. Oh. Booms. Ich überlege gerade. Aber hier gibt es keine Abkürzung, das ist natürlich doof. Weil es bereits alles gemacht von dem her. Mann, so, jetzt, da komme ich ja genau, das ist nö, Tempelausgang wäre hier im EG. 102, dann wieder runter und dann zum Endboss, wa? Also sprich erstmal hier hin noch, ein Stockwerk höher. Es gibt zwei Stockwerke. Ja, machen wir es mal so. Machen wir es halt so, Leute. Also dann, mal ganz kurz, was mache ich jetzt eigentlich hier? Weiß auch nichts. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls sage ich mal, ja, Link, gut, dankeschön. Ganz kurz die... Na, machen wir den nächsten Part. Den nächsten Part. Also dann, Freunde, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal hier bei der Wind Waker HD. Und dann ganz kurz jetzt zwei Touren absahen. Sprich, die Hunde noch holen. Da müsste, glaube ich, der Master Key drin sein. Dann die hier. Und dann geht's zum Endboss. Der, glaube ich, ziemlich bekannt war. Was irgendwie erinnert... Ja, da hat mich irgendein Boss aus Ocarina of Time erinnert. Aber an wen? Das seht ihr dann. Stimmt's, Link? Bin sauer. Du hast viele Feen verbraucht. Ja, Link, da hast du recht. Da hat er leider recht. Bis zum nächsten Mal. Ciao.